Hey, was habt ihr mit Emilio gemacht? Ich habe da unten nicht so viel erkennen können. Emilio weiß nicht, dass seine Hände zu ihm gehören. Aber seid Faust, okay, macht was ihr wollt. Ja, und ihr könnt Aber. Emilio von mir sagen, dass er die Lektion besser schnell lernt. Verzeiht, meine Herr. Honoret wartet. Ich würde euch mal echt bitten, dass ihr jetzt aus dem Aufzug rauskommt. Ja, kommt, kommt. Und wohin jetzt? Naja, seht ihr nicht da vorne das schöne Torhaus? Direkt rechts von uns. Du kannst noch im Norden von dir erkennen, da liegt dann natürlich auch dein heimatlicher Chortempel, den du schon des Öfteren besucht hast. Der Tempel des Manticore und auch der Tempel des Mabo ist da gelegen. Du kannst wohl sehen, wie da wohl ein Chorgeweihter gerade an dem Hanfler sitzt und angelt. Neben ihm liegt ein totes Krokodil. Oh, das ist hier sehr beliebt. Vielleicht können wir auch mal mitmachen. Seht ihr den Kameraden da unten mit dem toten Krokodil? Oh, ich habe das Gefühl, dass ohne Not Krokodile abzustechen Es sind früher oder später Geschöpfe-Wesen, da besteht immer Not. uns früher oder später ein heißes Warmwasser mit anderen Krokodilen bringen könnte. Geschuppte-Wesen. Ja, also im Prinzip angelt man und dann versucht man mit dem Fisch den Grund, das Krokodil anzulocken und dann erwürgt man das Krokodil. Ah, ich Das dachte, ist ein das hat ihn großer beim Spaß. Angeln gestört. Und was macht man dann mit den Krokodilen? Man kann es in den Tempel bringen, man kann Krokodil sehr lecker essen. Warum gehen wir nicht erst einmal? Mir wird langsam das Gepäck schwer. Oh, ich hätte Lust auf Krokodil. Ja, vielleicht gibt es ja später nochmal die Gelegenheit. Es könnte auch eine ganz hübsche Lederrüstung abgeben. Ja, wenn man sowas mag. Der Silberberg, der ausschließlich Granden und Geweihten vorbehalten ist, nimmt etwa ein Drittel der Stadtfläche ein. Er ist der neuen Residenz in Garrett ebenbürtig an Größe, die sagenumwogenen unterirdischen Anlagen und Gewölbe nicht eingerechnet. Im Wesentlichen besteht der Silberberg aus Basaltgeröll vom Wiesra, über das sich eine dünne Schicht Erdreich gebildet hat. Die Fahner munkeln, dass der gesamte Silberberg ausgehöhlt und voller Silber und Gold sein soll, bewacht von den mumifizierten Leichen der gescheiterten Diebe. Ihr könnt das Areal betreten, eine Basaltmauer, die das Ganze umgibt, der Hauptzweck natürlich, das Ganze zu verteidigen. Vielleicht sogar gegen angreifende Heere, wohl aber auch gegen die Fahner, gegen das einfache Volk. Ihr seid euch nicht ganz sicher. Es gibt zumindest Kampfespuren und eine ganze Menge an Dukatengardisten, die jetzt davor stehen. Aber zurzeit befindet sich sonst niemand hier. Weder jemand, der rebelliert, noch jemand, der jetzt nicht dahin gehören sollte. Also Dukatengardisten könnt ihr eine ganze Menge erkennen. Wir haben Torhaus der Zwingfeste und wohl auch einen Anführer, der dann sich so ein bisschen nach vorne stellt und dann vor allem die Basaltfaust empfangen mag. Seht euch das an. Was eine Verschwendung eines perfekt guten Berges. Oh, verschwendet würde ich das jetzt nicht nennen, aber perfekt und gut ist der Berg auf jeden Fall. Nun, hier könnte man Felder anlegen und Kornspeicher. Für den Fall einer Belagerung könnte man sich hierhin zurückziehen und die Stadt unten aufgeben. Aber stattdessen seht euch das an. Wassergärten. Könntet ihr jetzt kurz die Schnauze halten? Ich würde uns da gerne reinbringen. Dankeschön. Und zum Gruß, mein Herr. Ich bin Oh, Emilio und zum Gruß. Andranes. Afim, Goldfaust. Ich habe Afim kramt ein bisschen in seinen Seitentaschen. Ah, hier ist der Brief für euch. Das ist So. Anweisung vom Großmeister. Ich und die meine Begleitung schauen uns mal die Feste an. Hat der Lazar gar nichts von gesagt, aber ihr könnt eintreten. Wollt ihr zu eurem Haus oder zu den Villen? Zum Ordenshaus natürlich. Jawohl, mein Herr. Und dann tretet ein, wir werden euch die Tore öffnen. Wunderbar. So, Jalan, jetzt kannst du dich weiter beschweren. Und ich meine, ihr seht euch das an. Und diese kleinen Mäuerchen außen, diese Türmchen, was sollen die denn machen? Wenn die wirklich unter Beschuss genommen werden, halten die doch keine 3 Tage lang. Ja, aber Wenn die. Emilias Blick fällt vielmehr wohl auf das Tor, denn das besteht aus eisenbeschlagenem Mahagoni und wird wahrscheinlich teurer sein als seine Villa, die er zu Hause in Betana mal hatte. Alleine diese beiden Flügel. Und die werden, wie gesagt, aufgezogen von Dukatengardisten. Ihr könnt eintreten und direkt hinter euch wird das Ganze wieder verschlossen und ihr steht in einem, ja, in einem Gebiet aus Palästen und Villen, aus Hecken, aus Prozessionsstraßen und könnt bereits erkennen, die Stadt des Schweigens. Mit der Zwingfeste und dem Ordenshaus des Borons Raben und der Basaltfaust. Oh, schon sehr hübsch hier, muss ich sagen.
Ja, möchte ich auch meinen. Nun, ich gebe zu, es ist sehr prächtig, aber trotzdem. Etwa ein Dutzend Paläste, die hier auf euch warten, wohl noch weitere Dutzend Wirtschaftsgebäude, die wohl daneben stehen. Und die meisten in einer sehr eigenen Mischung. Jeder hat irgendwas Eigenes gebaut. Verspielter Havena-Stil, thulamitische Traditionen oder Zwiebeltürme, geschwungene Fenster und eigenständige Elemente. Ja, auch die alanfanischen Arkaden, die dann hier der ganze Stadt, das ganze namentlich dann versehen. Ja, teilweise weißer oder rosafarbener Marmor, der dann hier sicherlich aus anderen Bergen antransportiert worden ist. Unglaublich teuer. Dazu dann Säulen aus schwarzem Marmor, aus Granit, aus Basalt, also auch Boltax kommt hier ganz auf seine Kosten und sieht hier Steine, die sicherlich unglaublich hübsch sind. Glasfenster, bunt, aus allen fernen Ländern. Ein Luxus, den man allenfalls noch in Winsalt oder eben in Kuslik kennen könnte. Eine Scheußfehlzusammenstellung von Baustilen. Also ich frage mich, wen haben Sie wohl als Baumeister engagiert? Das erinnert mich ein wenig an das Palastviertel in Garrett, wo man auch teilweise sehr alte Familienbauten hat und dann neue, die auf den freigeräumten Plätzen aus den Trümmern entstehen. Man mischt doch nicht einen thulamitischen Baustil mit einem prä-islamitischen. Naja, ist halt keine zwergische Baukunst, aber für das, was es sein will, ist es trotzdem in Ordnung. Von zwergischer Baukunst rede ich jetzt gar nicht. Ist euch aufgefallen, dass die Mauern, die die verschiedenen Villen gegeneinander abgrenzen, ebenso hoch sind wie die Mauern nach außen? Ja, jetzt wo ihr es sagt. Nun, ich vermute mal, diese Granden trauen sich gegenseitig nicht über den Weg. Ja, ich finde es bezeichnet. Die Stadt sagt einem direkt, woran man ist. Ja, wenn ihr mir jetzt folgen würdet. Oh, ich freue mich schon so auf das Ordenshaus. Es ist gar einzigartig. Ich frage mich, in welchem Baustil dieses wohl gebaut wurde. Ja, wenn ihr der Prozessionsstraße folgt, könnt ihr noch einige wenige Geweihte erkennen, die hier mit verschränkten Händen in ihrer Kluft dann herumherrennen, sich leise miteinander unterhalten, teilweise Rondrianer, teilweise Boroniten oder Praios-Geweihte, die euch dann hier entgegenkommen, oder natürlich auch viele, viele von den Dukatengardisten, die hier mit skeptischem Blick entlang schreiten, patrouillieren, nach Störenfrieden suchen und auch das ein oder andere alanfanische Krankenkind, ja, die dann hier in den Gärten spielen, während ihr dann links und rechts rüberblicken könnt und die beiden Alanfaner können das natürlich auch einmal benennen. Die ganzen Villen sind natürlich bekannt, auch wenn man nicht wirklich oft hier war. Aber auch Diamantes kam vielleicht mal in den Genuss, dass er dann hier für die Zornbrechts auf einer kleinen Party, möchte man sagen, dann in dem Garten stand. Zu eurer Linken dann das Haus von Bernaret oder von Ulfhard, noch etwas weiter dann das Zornbrechterhaus und im Süden das gewaltige Anwesen der Paligans. Ja, ich wink den Leuten, die uns angucken, immer freundlich zu. Also, nicke und winke. Ja, teilweise kannst du auch sehen, wie dann wohl zwei junge Damen, du würdest sie nicht ganz 20 schätzen, stehen da wohl mit einem kleinen, ja, die eine hat so einen Schleier vorm Gesicht, die andere mit so einem Fächer, wo sie sich dann Luft zuwedelt, und sie deuten beide auf dich und fangen dann an zu kichern und erzählen sich da wohl irgendwelche zotigen Witze. Dann könnt ihr sehen, wie vor euch das Ordenshaus der Basaltfaust aufragt. An einem weiteren schwarzstählenden Tempeltor vorbei könnt ihr dann an einem Doppelbau halten, und der sehr festungsartig aussieht. 4 Stockwerke und mit Gangtrecken miteinander verbunden. Die Anlage erstreckt sich eben typisch für boronische Bauten mindestens so tief ins Innere und ist wohl auch mit dem Labyrinth verbunden, wie es sich nach oben erstreckt. Ist sie nicht wunderschön? Boah. Sie ist groß. Das gebe ich zu. Gewaltig. Naja. Jolan, ihr sollt heute aber auch eine ziemliche Meckerziege, also. Ah, Rafim. Oder? Oh, Brüder. Schön. Schön, dass ihr heute am Tor steht. Wir haben schon gehört, dass du Gäste mitbringst. Ja.
Gut, gut. Dann zeig ihn doch mal unseren Schmuckbau. Ja. Lang nicht gesehen. Ich bin mir sicher, sie werden es genießen. Bist ein bisschen bleich geworden. Liegt an den vielen Narben, wa? Hat deine Haut so ein bisschen aufgeraut. Ja, und da oben ist ja auch keine Sonne. Schrecklich ist das da. Da ist es nie warm. Kommt mal rein, kommt mal rein. Wir haben sogar noch ein Bier hier. Und Wein. Wir wussten nicht genau, was ihr haben wolltet, aber wir haben echt aufgefahren. Ich nicke begeistert den anderen zu. Komm, kommt. Oh, wunderbar. Das klingt doch sehr verheißungsvoll. Ich hoffe, der Wein ist besser als das Bier. Soldatenwein und Soldatenbier. Wir sind ja auch nur Basaltfäuste. Gladiatoren, Mann. Einfaches Leben. Ja, gewiss. Er klopft dir mit seiner gewaltigen Pranke auf die Schulter und du taumelst einen halben Schritt nach vorne. Ja, sehr, sehr schön. Ich denke, euer Wein wird angemessen sein. Ja, durch ein paar Gänge könnt ihr dann in einen sehr schmucklosen Saal treten, wo einfach nur ein Steintisch aufgebahrt worden ist. Nicht unbedingt schwarzer Basalt, aber schwarz angemalt auf alle Fälle und dahinter auf einem Stuhl, der sehr unzeremoniell aussieht, einfach nur ein Steinstuhl, Rodrigo de Lazar, ein unglaublich alter Mann, der dort trotz dessen, dass er so alt ist, immer noch rustig aussieht. Dass wirklich Falten sind oder Narben, aber er ist beeindruckend, auch wenn er dort sitzt und sich jetzt langsam erhebt. Ja. Und das muss Diamantes sein. Solamin, wer sind die anderen? Ja, ihr würdet sehen, wie Rafim auf ein Knie auf den Boden fährt. Großmeister. Rafim Goldfaust ist wieder in der Heimat. Erheb dich, mein Bruder. Erheb dich. Ja. Darf ich vorstellen, Archenschlechter Abelmir Jamorenes und Jalan Eisenfaust? Ich denke, im Kontext ist es unangemessen. Eisenhand. Und das ist Boltax. Freut mich. Schön, euch kennenzulernen. Ja, Boltax, das ist der Zwerg. Das erkennt man an der Größe. Ja, ganz genau. Gut. Na dann willkommen in den heiligen Hallen der Basaltfaust. Es ist uns eine Ehre, Großmeister, dass ihr eure Hallen für uns öffnet. Ja, machen wir nicht oft. Aber für euch, Helden von Aventurien, mag man schon mal eine Ausnahme machen. Wir wissen das zu schätzen. Bin sogar extra für euch aufgestanden. Nickt euch mit einem Schmunzeln zu. Also gut, ich habe Wein und Bier bringen lassen. Aber wollen wir direkt jetzt trinken oder wie kann ich euch weiterhelfen? Ja, ich würde Platz nehmen, mir schon mal ein Bier nehmen. Naja, wir brauchen Unterstützung für unsere Mission im Norden. Wie ihr vermutlich wisst. Im Norden? Achso, ja. Apropos Norden. Ich habe gehört, die unbesiegbare Legion von Jakmonid. Naja, so unbesiegbar war die ja wohl doch nicht. Ja. Die fallen alle. Da können sie noch so große Töne spucken. Gut, gut. Ja, ihr sammelt für den Norden. Unsere Beziehungen sind zwar ansehnlich. Wollt ihr wirklich schnöden Mammon von uns haben? Naja, wir sind uns noch gar nicht sicher, was wir eigentlich brauchen, aber wir brauchen auf jeden Fall Geld. Oder? Hm. Vor allen Dingen, von den Granden erhoffe ich mir da etwas. Tja, wir können euch jetzt sicherlich etwas von unseren Ordensschätzen abgeben, aber wenn ihr die Granden überzeugen könnt, werden sicherlich mehr springen lassen. Oder weniger. Ja. Wir sind uns noch nicht ganz sicher. Wir werden vermutlich irgendwas nicht ganz Offizielles am Ende machen, um uns ein paar tausend Dukaten zu verdienen. Oder die Gunst eines Granden, wie auch immer. Tja. Böse geworden um die Meuchler hier. Wenn ihr irgendwelche Kehlen durchschneiden wollt, das geht sicherlich. Da verdient man sicherlich gutes Geld mit. Ja, meine Kameraden sind noch etwas zurückhaltender mit solcherlei Tätigkeiten. Aber ja. Wir schauen mal.
Naja, als ich euch kennengelernt habe, ihr erinnert euch noch, als wir unsere Villa in Gareth bezogen haben, das kleine Problem mit diesem Mann im Gefängnis gab. Ah, ihr erinnert euch. Ja, da habe ich jetzt nicht dran gedacht, da muss ich euch recht geben. Ja, aber ich denke, dass wir hier schon einige Freunde finden werden. Jetzt setzt euch doch endlich hin und steht da nicht so rum. So unhöflich. Ja, setzt euch hin, nehmt euch ein Bier. Ihm hat ja gut aufgetragen von euren Heldentaten. Ach, es war gar nicht so schwer, den buckligen Xeran abzustechen. Er hat nicht damit gerechnet, dass ich von hinten anschleiche und ihn dann da mit Dolch in den Rücken jage. Ha. Tja, einen alten Mann von hinten töten. Gebeugt, bucklig. Ja, aber von ich Helden bin auch klein. Natürlich. Und wir haben den Drachen getötet. Naja, das war selbstverständlich. Hm. Ja, die ganze Scheiße von Borberat wegräumen. Ah, muss ja irgendjemand tun. Weil die Gezeichneten haben es halt nicht hingekriegt. Ja. Na gut, na gut. Ja, mit dem Patriarchen, ich weiß nicht genau, ob man mit dem sprechen kann. Haus Honak. Tja, kann ihn ja mal fragen, wenn er aus seinem Delirium aufwacht. Aber so wie ich ihn kenne, bleibt er neutral. Ja, ich meine, ich schätze, die Frage schadet nicht. Wenn wir daraus eine bohrenheilige Mission machen, macht er vielleicht ein bisschen was locker. Ja, Geld hat er auf alle Fälle. Vielleicht könnt ihr uns etwas erzählen über die verschiedenen Häuser und nun ja, ihre Feindschaften, ihre Gegensätze. Nicht, dass wir ins Haus Zornbrich eingeladen werden und dadurch eine Handelshaus beleidigen. Ist wahrscheinlich. Gibt es überhaupt stabile Allianzen unter den Granden? Was heißt schon stabil? Stabil für Wochen, aber nicht für Monate oder Jahre. Also wenn ihr bei irgendeinem Granden auflauft, dann werden die anderen auf alle Fälle Fragen stellen, warum die als erstes? Warum nicht wir als erstes? Ich mische mich in die Politik nicht ein. Wie viele Grandenhäuser gibt es denn? Tja, Honak, Perwal, Zornbrecht, Kugris, Karinor, die Willmanns sind ein bisschen merkwürdig. Wir haben zwar noch einen Sitz, aber mit denen würde ich mich nicht unterhalten. Oh ja. Ulfahrt, das ist so eine alte Klapprige. Paligan, Florios, Bonaret. Mhm. Einige sagen sogar Metoin, aber er hat keinen Sitz im Rat und ist einfach nur ein alter General. Nun, wir könnten uns die 6 wichtigsten heraussuchen und jeder von uns tritt gleichzeitig auf. Genau. Dann kann niemand sagen, er wäre zunächst behandelt worden. Richtig, das war auch meine Idee, Jalan. Sehr clever. Schön, dass ihr auf diese Idee gekommen seid, ohne dass ich euch darauf hinweisen musste. Sehr schön. Natürlich bedeutet das, dass jeder von uns alleine mit einem Granden verhandeln muss. Ich würde mich freuen, wenn Rafim nicht alleine auftritt und für euch spricht. Ah, er ist immerhin uns unterstellt. Richtig, wir sind neutral. Kann meinetwegen als Leibwächter mitkommen, aber dass er alleine in 6. Haus reinspaziert und für euch spricht, finde ich ungut. Muss ich ganz ehrlich sagen. Die 5 wichtigsten. Würde man es uns denn nachsehen, wenn wir die Karinors besuchen, da ihr ja bereits persönliche Kontakte habt? Naja, Rafim könnte ja die Karinors einfach auf einen persönlichen, motivierten Besuch treffen. Gewissermaßen, um herauszufinden, ob euer Freund in der Stadt ist. Also ihr unterschätzt, wie giftig die alle zueinander sind. Wenn man euch das Negative auslegen kann, werden die das tun. Ich kann von den Granden nicht erwarten, dass sie einem irgendwas nachsehen. Gut, dann sollten wir uns wohl genau überlegen, welche 5 es sein sollen. Wenn ihr mit der Karinors befreundet seid, dann könnt ihr die auch danach aufsuchen. Also, wenn ihr wirklich befreundet seid, dann sollte so etwas das darüber stehen, oder? Ja, ein beleidigter Grande, der hat auch noch Freunde. Welchen meint ihr denn? Jaras. Jaras? Ja, der ist hier. Hat sich aber in Betreuung gegeben. Ich glaube, der ist bei den am Marbor aus oder so. Wahrhaftig. Ich könnte jetzt darüber plaudern, aber das tue ich nicht.
Naja, wir reden selbst mit ihm. Vielleicht möchte er uns ja erzählen, was es mit ihm auf sich hat. Macht er bestimmt. Er hat seine Gründe. Ah. Aber Keras ist hier. Verzogener kleiner Bub. Na gut, seitdem er wieder da ist, ist er schon gereift, muss ich sagen. War ja auch mal in der Flotte, so wie du, Diamantis. Ja, von Karinos gibt es viele in der Flotte. Ja, von Kugus auch und Zornbrecht. Die Florios sind eher Diplomaten. Keine Lust. Jedes Haus, was auf sich hält, schickt eine ihrer Abkömmlinge zur Flotte. Ist schließlich mit der Basaltfaust die mächtigste Instanz der Perle. Das ist. Ja, aber wie gesagt, Haus Honak ist zwar unglaublich wichtig, aber so wie ich das einschätze, wird er neutral bleiben. Und die Willmanns sind einfach nur geistig behindert, Mann. Habt ihr nicht von mir, aber... Hat dir denn gefallen? Ja, wenn ich das wüsste. Weiß halt keiner. Dann war zurückgeblieben. Naja, also klingt das so, dass wir auf jeden Fall die Paligans besuchen sollten und die Zornrechts, nicht wahr? Wir sollten alle besuchen, fürchte ich. Ich habe das vage Gefühl, dass wir bei Paligan auf Granit beißen werden. Naja, also ihr solltet auf jeden Fall nicht über den gefallenen Paligan sprechen. Und wie erklären wir ihm dann, dass wir vorhaben, ohne ihm zu erklären, wen wir umbringen wollen? Ach, das kriege ich hin. Ich glaube, wenn ihr mit ihm sprecht, kennt ihr alle seine Titel. Das wird das meiste, oder das komplizierteste. Und zumindest hat Boltag sich gerade freiwillig für Paligan gemeldet. Ja, darf ich mal unsere Bordmarker mitnehmen? Das würde sich doch anbieten. Warum? Naja, ich weiß nicht, wie angesehen sie in ihrem eigenen Haus ist, aber schaden wird's nicht. Denke ich auch. Rafim, du konntest die Titel doch mal runterrattern. Ja, das kann ich jetzt aber nicht mehr. Und die Hälfte hatte ich mir immer auf die Hand geschrieben. Da habe ich tatsächlich noch einen Wisch aus der Druckerei hier. Ich habe noch ein paar mit der Hand dazugeschrieben. Da sind im Laufe der Zeit noch ein paar dazu gekommen. Ich glaube, in den letzten 2 Jahren hat er sich noch 3 Titel dazu genommen. Oh, hier kommt es also tatsächlich auf die korrekten Titel an, ja? Ja, bei allem und immer, wenn ihr mit ihm redet, alles und so. Gut, dass ich das weiß, dann wisst ihr, in meiner Heimat sind Titel zwar auch sehr wichtig, aber es ist im Grunde völlig irrelevant, welche. Man kann sie sich einfach ausdenken. Je poetischer, desto besser. Cornelio! Oh, verdammte Südländer mit ihren nämlichen Gebräuchen und hast du nicht gesehen. Cornelio, bring mal den Zettel mit den Titeln von Goldo. Oh! Kommt gleich, Moment. Bald nehmt euch erstmal Wein. Das ist Wein und das da drüben ist das Bier. Wir haben aber nur Holzbecher. Ich hoffe, das ist okay. Aber die sind frisch. Der Wein oder die Holzbecher? Holzbecher. Die meisten von uns sind nicht übermäßig verwöhnt und für Abelmeer finden wir schon was. Ein sehr interessantes Bouquet, dieser Wein. Hier, ja, mein Herr. Die Liste. So, dann zeig mal her. So, dann, richtig, genau, da habe ich die anderen dazu geschrieben. Ja, das sollten sie eigentlich alle sein. Hier, könnt ihr haben. Oh, vielen Dank. Das ist ja praktisch. Die ganze Seite ist ja voll. Ja, ich weiß nicht mal, wie man das hier ausspricht. Aber das ist das Problem von Boltax hier. Ach, das kriege ich schon hin. Ja, gut. Eure Schlafgemächer kann ich euch auch gleich zeigen. Die habe ich im zweiten Untergeschoss einquartiert. Und wenn ihr trainieren wollt, könnt ihr auch machen. Aber geht am besten nicht in den Garten, ohne uns zu fragen. Und schon gar nicht in den Tempel, ohne uns zu fragen. Ey, was ist denn im Garten? Garten geht's zum Tempel. Ah, ich verstehe. Und im Tempel ist wenig überreichend. Herr Honak. Richtig.
Gut, wenn ihr irgendwas braucht, ich werde mich erstmal zurückziehen. Ihr könnt ja Cornelio fragen. Vielen Dank. Schön, dass du wieder da bist, Raphim. Ja, mal gucken, wie lange ich bleibe. Ich hoffe zumindest 1-2-3 Wochen. Na, damit erhebt er sich, greift sich nochmal einen von den Bechern mit Bier und geht dann nach draußen.